Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend aus Dresden zum DL2-Spiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den Ravensburg Tower Stars. Robin, die Dresdner aktuell Tabellendritter? Ja, Ravensburg auf den Tabellen-Siebten. Ja, und aber beide Mann. So. Aber ja, du hast, wolltest wahrscheinlich gerade sagen, beide Mannschaften trennen nicht so viele Punkte. Ja. Es geht eng zu an der Tabellenspitze. Ja, was eigentlich darauf schließen lässt, dass heute wieder ein sehr spannendes Spiel werden wird. Beide Mannschaften wollen natürlich weiter Punkte ausbauen. Brandon Cook. Kramer. Oh, guter Save und Tor! Im Nachschuss! Und wieder ist es Martin Davidek. Schöne Kombination über Cook und Kramer. Kramer lässt sich da viel Zeit, aber dann kommt ein satter Schlagschuss. Langmann kann nur prallen lassen und Davidek nutzt den Abpraller ins leere Tor. Ja, und damit die 1-0-Führung für die Dresdner Eislöwen. 6 Minuten und 35 Sekunden gespielt im zweiten Drittel. Scheibe in die Rundung. Ja, Dresdner stehen auch gut. Ravensburg müsste hier die Eislöwen mehr unter Druck setzen. Jetzt den Schuss nehmen und Tor! Tor für Ravensburg! Der Ausgleich in Überzahl. Ja, und Lapschanski, der Torschütze zum Ausgleich. Und somit nutzen sie ihr Powerplay. Und für Lapschanski war es der vierte Saisontreffer im achten Spiel. Und das haben sie richtig gut ausgespielt, haben da lange gewartet. Ja, sich die Verteidiger richtig schön zurechtgelegt und dann auf die linke Seite von Nersing, auf die Stockhandseite. Ja, gegen drei Dresdner. Ja, wollte er passen auf Rachunek, aber den Braten hat Martin Davidek gerochen. Gegenzug jetzt Rajala auf Davidek und Tor! Erneut Davidek! Und Rajala mit seinem dritten Scorerpunkt im Dress der Dresdner Eislöwen bedient da Davidek. Was ist denn mit Davidek los? Der legt immer mehr los. Und in Überzahl mit seinem 15. Saisontreffer. Die Gäste aus dem Schwabenland damit wieder komplett. Ja, eiskalt in die obere linke Ecke gezogen. Ja, unhaltbar für Jonas Langmann. Ja, vor allem mit der Stockhandseite sehr schwierig zu halten. Ja, bei mir jetzt Dominik Grafentin, der verletzte Spieler der Dresdner Eislöwen. Schön, dich erstmal hier zu sehen. Dominik, und alle Fans wollen natürlich, wie geht's dir nach deiner Verletzung, die du dir im Weißwasser zugezogen hast? Ja, mir geht's ganz gut eigentlich. Die Operation ist gut verlaufen und wir sind auf einem super Weg. Die Woche jetzt mit Physiotherapie hat wirklich angeschlagen und heute kamen die Fäden raus und ja, es geht bergauf. Ist denn schon abzusehen, wie lange du noch den Dresdner Eislöwen fehlen wirst? Ist schwer zu sagen, es kommt darauf an. Ich habe jetzt noch einen kleinen Bluterguss drin. Und den müssen wir jetzt halt so schnell wie möglich rausbekommen. Nächste Woche fangen wir an mit so einer Magnettherapie und wenn die gut anschlägt, dann ja, hoffe ich, dass es in 2-3 Wochen wieder soweit sein wird. Da sind ja schon mal positive Signale. Wir hoffen natürlich, dass du ganz schnell wieder aufs Eis zurückkommst. Zum Spiel heute, die Dresdner Eislöwen führen aktuell 2-1. Was sagst du bisher zum Spiel? Ja, das erste Drittel war ein bisschen beklemmt von beiden Mannschaften, auch nicht so viel passiert. Im zweiten Drittel hat mir Dresden ganz gut gefallen, also wir spielen ordentlich, hinten alles solide und vorne müssen wir halt einfach noch die Chancen besser verwerten, aber sieht gut aus. Dein Tipp, wie geht das Spiel aus heute? 4-2 würde ich sagen. Dominik, ich danke dir, gute Besserung weiterhin und wir sehen uns natürlich bald wieder hier. Schönen Abend noch. Scheibe wieder im Drittel von Dresden. Ja, Macholder verpasst er den Puck anzunehmen, somit Ravensburg weiter im Scheibenbesitz. Hauner. Die letzten 10 Sekunden laufen jetzt. Scheibe muss an die blauesten Sturm, hier kommt die. Schießt. Scheibe noch frei. Ja, und dann tüten die Dresdner Eislöwen hier den Sieg ein. Knapper Sieg für die Dresdner Eislöwen. 2-1. Und damit wieder wichtige 3 Punkte im Kampf um die Playoffs. Ja, und es war das erwartete schwere Spiel. Dass es kein deutlicher Sieg oder dass es ein enges Spiel wird, war klar. Und somit ist es auch gekommen. 2-1 die Dresdner Eislöwen. Der Mann des Spiels auf Dresdner Seite. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich denke auch, Martin Davidek wird es erneut sein, denke ich. Ja, und auf Seiten der Gäste sehr auffällig Lapschanski, Tousignant, der Goldhelm. Aber auch Jonas Langmann im Tor. Sehe ich genauso. Ich denke, einer von den dreien
wird es werden. Also die Eislöwen festigen auf jeden Fall mit den drei Punkten ihren dritten Tabellenplatz. Man guckt natürlich immer jetzt noch mit einem Auge auf die anderen Ergebnisse. Die gibt es dann gleich nochmal von uns. Genau, der Torschütze auf Seiten der Ravensburger, Spieler des Tages. Ich denke, wir werden jetzt nicht ganz überrascht sein auf Dresdner Seite. Ja, Adam Lapschanski bekommt da noch ein 5-Liter-Fass Bier für die Heimreise mitgegeben. Sebastian Zauner, auch zu Recht aus meiner Sicht, sehr gute Arbeit gemacht. Sehr schnell gewesen. Hat ein gutes Spiel, hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht, da ja Davidek erneut der Matchwinner war mit seinem Doppelpack. Ja, wir gucken einfach mal, Robin, wie es für beide Mannschaften weitergeht. Ravensburg am Sonntag mit einem Heimspiel. Die haben dann den amtierenden Meister zu Gast, die Kassel Huskies. Spielbeginn 18.30 Uhr. Das Ganze wird natürlich auch übertragen bei den Kollegen aus Ravensburg bei Spray TV. Die Dresdner, wir haben es schon mehrfach erwähnt, müssen am Sonntag an den Fuß der Zugspitze reisen nach Garmisch zum SC Riesersee. Und am Dienstag hören wir uns ja dann schon wieder ein vorgezogenes Spiel vom 41. Spieltag, da ja in Dresden im ersten oder an dem 1. Februarwochenende der Shorttrack-Weltcup stattfindet, damit die Eishalle belegt ist. Somit sehen wir den Vizemeister am Dienstag hier. Spielbeginn 19:30 Uhr. Natürlich wird auch die Begegnung wieder bei uns hier bei Eislöwen TV live übertragen. Bevor wir uns natürlich verabschieden, Robin, du hast die Ergebnisse an den oder die Zwischenstände aus den anderen Eisarenen. Ja, da haben wir Löwen Frankfurt, Bietigheim-Sieners 4:5. Star Wars Rosenheim, Kaufbeuren 3:0. Kassel gegen Heilbronn 4:1. Freiburg gegen Riesersee 6:2. Bad Nauheim gegen Grimmitschau 4:2. Und Bayreuth gegen Weißwasser 3:2. Ja, wir wünschen an dieser Stelle der Mannschaft, den Offiziellen, den Fans, der Gäste eine gute, sichere Heimreise. Ja, komm gut nach Hause bei dem Wetter. Viel Erfolg noch für den Rest der Saison. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in den Playoffs wieder. Alles, ich bin gespannt. Möglich. Wäre auf jeden Fall schön. Und ansonsten bleibt uns nur noch eines übrig zu sagen. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.